Die Seiten eines Dreiecks sind 7, 8 und 12 lang. Ein gleichseitiges Dreieck hat denselben Umfang. Frage, wie lang ist eine seiner Seiten? Zeichnen wir dazu eine Skizze. Hier ist das angegebene Dreieck mit den angegebenen Seitenlängen. Wir machen daraus ein gleichseitiges Dreieck mit demselben Umfang. Das bedeutet also, dass x plus x plus x, das heißt 3 mal x, dasselbe sein muss wie 7 plus 8 plus 12. So, diese Summe ergibt 27, also muss x ein Drittel von 27, das heißt 9 sein. Die Antwort C ist also die richtige. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade bearbeiten.